Als ersten Arbeitsschritt kochen wir uns einen Zuckersirup. Dann geben wir Johannisbrotkernmehl dazu. Warum geben wir das dazu? Da wird das Sorbet etwas cremiger. Wenn das hier verrührt ist, gebe ich den Saft von Bergamotte dazu. Eine Tonkabohne, weil das gibt am Ende so einen schönen runden Geschmack. Dann gebe ich Prosecco dazu. So, schäumt ein bisschen. Und dann gehe ich zur Sorbetmaschine und gebe das hinein. Das Sorbet dauert in der Maschine ca. 30 Minuten. Und so sieht quasi unser fertiges Sorbet aus. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de